schicksalhafte Tage für Berlin, vielleicht für Deutschland. Der Aufstand, ein Protest gegen die Herrschaft des SED-Regimes und ein Bekenntnis zur Wiedervereinigung, wurde durch Maschinengewehrfeuer und Panzer niedergehalten. Fassen Sie den großen Plan, von der Sowjetisierung waren Sie ganz angetan. Ein Angriff auf die Mittelschicht, Sie machten vor sich halt. Privates wurde staatlich, dabei waren Sie eiskalt. Landwirtschaft im Kollektiv und Militarisierung schufften für den Hungerlohn durch Arbeitsvermeidung. Die Flüsse zu Flüchtlingsströmen in den goldenen Westen. Dabei verlor die Wette Deutschlands viele seiner Besten. Der rote Staat verordnet tiefe Trauer. 4 Tage lang im März sollen ihre Tränen dauern. Doch während dieses Schauspiels verschlechtert sich die Lage. Denn auf Lebensmittel warten Mann und viele Tage. Die DDR-Führungsetage stellt sich aber blind. Für sie zählt, was planen soll, ist die Mutter nicht das Kind. Die Menschen müssen Umgang, Geld gibt's nur fürs Militär. Man fordert schnelle Hilfe, eine Lösung muss nun her. Volksaufstand! Im Juni 53 kam es dann zum großen Knall. Das Volk tobte den Aufstand, es war eine Überzahl. Zehntausende Menschen liefen wütend durch die Straßen. Immer in der Hoffnung, dass ich was verändern lasse. Generalstreik, Meinungsfreiheit und auch neue Wahlen. Für des Volkes Forderung soll es mit Blut bezahlen. Gründe der Regierung hieß ja langer Sehen das Ziel. Ein Form aus der Ministerien, plötzlich ein Schuss fiel. Bitten sich Deutschen in die Quere.
ein schwarzer Tag für unser Land. Deutschland wird geflossen beim Volksaufstand. Dieses Aufstands folgen können den Anfang ein. Es folgen Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei. Der Kampf um ihre Freiheit war die erste Volkserhebung gegen die Besatzung und die rassische Regierung. All diese Menschen waren so lange nicht mehr frei. Sie suchten nach Erlösung und der Sowjet-Tyrannei. Doch erst im Jahre 89 war es dann soweit. Die Völker aus Europa hatten sich vom Joch befreit. Und rote Wohl, das euch drei der Teufel hol. Langes Laut aus tausend Kehlen, auf uns könnt ihr nicht erzählen. Wo sind Panzer und Gewehre, stecken sich Deutschen in die Quere. Ein schwarzer Tag für unser Land, Deutschland wird geflossen beim Volksaufstand. Die Tränen der Hinterbliebenen sind die Tränen der Nation geworden. Mögen diese Trauerglocken Glocken des Friedens und der Freiheit werden für ein einiges freies Deutschland.